Oh, Polizei. Ja. Denen ist es auch egal, was ich mache, oder? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ich halte mal an. Ja, Officer. Offenbar haben die nicht so ein großes Interesse daran, mich ins Gefängnis zu bringen. Naja. Damit herzlich willkommen hier bei Ikuma Games. Ich spiele heute American Truck Simulator in VR mit einem Lenkrad hier. Ich habe hier das Thrustmaster T300, habe ich mir geliehen bei Grover. Ich bin kein großer Simracer, ganz im Gegenteil, ich bin kein Simracer. Ich habe auch nie so ein Lenkrad besessen. Ich habe mir das geliehen bei Grover. Das ist so eine Plattform, wo man sich einfach ja, so Zeug einfach mieten kann. Und ich dachte, ich probiere einfach mal ein bisschen was in VR aus. Ich habe das schon ausprobiert mit Gran Turismo 7 auf der PlayStation VR 2. Kommt auch noch ein Video von mir zu. Aber ich dachte, ich probiere es erstmal casual hier mit American Truck Simulator. Und ja, ich möchte es einmal direkt realistisch angehen. Habe hier direkt schon Schaltung aktiv. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel hier so sonst funktioniert. Was die Knöpfe hier machen, ob ich hier meine Maus brauche. Ich habe gar keine Ahnung. Wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich gehe einfach mal drauf los und wenn ich dann irgendwie hängen bleibe, dann ja, probiere es einfach mal selbst zu lösen. So, aber Schalten funktioniert hier schon mal. Ich habe hier manuelles Schalten. Oder zumindest einigermaßen manuell. Kann hier rückwärts. Neutral und ersten Gang. Und ich habe hier irgendwie schon Mist gebaut. Wie ihr seht, stecke ich hier fest. Aber ey, grafisch von nahem, sehr schön. Weiter weg ist alles ziemlich grisselig. So, wir fahren erstmal zurück. Oh, 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 oh. Ups, so bremsen. Okay, wir versuchen es mal hier rauszukommen. So, erstmal raus aus dieser coole. Boah. Kleiner Tipp, wenn ihr mit dem Lenkrad spielen wollt, habt keinen Stuhl mit so leichtgängigen Rollen, wie ich ihn hab. Das kann ganz schön für Übelkeit sorgen, wenn man nicht fest am Platz sitzt. So. So, ich fahre jetzt wieder rückwärts. Oh Mann, oh Mann. Ich habe gar keine Ahnung, wie das hier geht. Oh, guck mal, da werkelt einer an einem Auto rum. Gut. Ich glaube, ich werde hier ganz schön lange sitzen. So. Ich guck mal, dass ich hier erstmal rauskomme. Erstmal gerade machen. So, und jetzt rückwärts. Okay. Geduld, Geduld. Ich schaff das. Ich schaff das. Oh oh. Polizei. Die sind doch hoffentlich nicht wegen mir hier. So. Ich fahre jetzt einfach raus. Mal gucken, ob das klappt. Yay. So. Ab auf die Straße. Also ich habe hier so Semi-Automatik. Ich kann vorwärts, rückwärts schalten. Aber geradeaus schaltet er dann automatisch für mich. Ich muss nur abbremsen. Ich muss mich nur erstmal dran gewöhnen. Oh Gott, ich rutsche echt immer hin und her.
Vielleicht muss ich mir einen Teppich drunter stellen. So. American Truck Simulator ist auf jeden Fall sehr, sehr hungrig. Also grafikhungrig. Ich habe hier und da auch ein paar Lags. Obwohl ich Asynchronous Space Warp aktiv habe. Ich hoffe, das Gameplay sieht für euch einigermaßen flüssig aus. Denn daran werde ich jetzt nicht groß was verändern. Ich könnte natürlich in SteamVR die Auflösung ein bisschen runterstellen, aber ich lasse es erstmal so. Ja, viele Leute sind ja ziemlich aktiv in American und Euro Truck Simulator. Da geht wohl eine ganz krasse Faszination von aus. So, rote Ampel. Boah, Bremsen ist wirklich ein bisschen komisch. Ich hatte auch eine ziemlich harte Zeit mit Gran Turismo 7. Empfand ich auch als äußerst anstrengend, also Motion Sickness mäßig. Gerade das Bremsen. Schnelle Geschwindigkeiten und so gar kein Problem, aber Bremsen, da wurde mir immer ein bisschen mulmig. So, mal nicht zu schnell. Oh, bisschen bremsen. Wie blinke ich eigentlich? Gar keine Ahnung. War einfach. So. Oh, ich will echt blinken. Also wenn man Autofahrer ist und nicht blinken kann. Ist es grün? Okay, jetzt ist es rot. Ja, die amerikanischen Ampeln sind schon komisch, ne? In Europa haben wir die Ampeln immer hier vor uns. Und in Amerika sind die auf der anderen Seite der Straße. Finde ich tatsächlich angenehm. Also, wer kennt's nicht? Man ist an der Ampel und guckt so aus dem Fenster, weil man die Ampel nicht sieht, wenn man ganz vorne an der Linie ist. Oh, grün. Aber hier ist rot. Aber das gilt nicht für mich. Ja, guck, das ist schon ein bisschen irritierend, wenn man hier nicht heimisch ist. Mit den Rückspiegeln klappt das ziemlich gut. So, ich muss gleich links, ne? Oh, da hätte ich mal gucken müssen. So. Ja, beschreibt mir doch mal, warum geht hier so eine Faszination von American Truck Simulator aus? Macht das euch Spaß? Ist ja jetzt kein GTA, oder? Boah, Bremsen ist echt scheiße. Okay, was mache ich jetzt? Ist rot. Jetzt bin ich hier so halb. Ja, so muss das sein, oder? Rechts und dann die Ausfahrt da hinten, oder? Do not enter. Okay, hier darf ich nicht rein. Seid ihr auch so Klapperer? Ich bin jemand, der immer klappert am Lenkrad. So, jetzt direkt links. Wow, ein bisschen schneller hier, ein bisschen. Okay, guck mal, da habe ich schon meine Ware ein bisschen angedetscht, aber scheint nichts passiert zu sein. Ich kriege immer so Schadensmeldungen hier unten. So, jetzt Vollgas. Wie blinke ich? Ich habe hier ein paar Tasten auf dem Thrustmaster. Hier drei Kreis, aber das muss man bestimmt alles erstmal einstellen. Schneller voran komme ich nicht. 80 Meilen pro Stunde. So, direkt mal überholen. So, ich glaube, ich bin zu schnell, oder? 65 ist hier erlaubt. Naja. Muss ja erstmal ein Blitzer kommen. Ach so,
Also nicht zu blinken gefällt mir gar nicht. Das fühlt sich jedes Mal an wie ein Verbrechen. Als Motorradfahrer, das kann ich euch sagen, rechtzeitig blinken ist das A und O. Alles andere ist grob fahrlässig. Sowohl für Autofahrer als auch für Motorradfahrer. Aber ich finde, bis jetzt schlage ich mich ganz gut. Okay, Wiegestationsdienst. Was muss ich machen? Oh oh. Unfall verursacht. Ah, ich muss wiegen. Oh, krass. Okay, dann machen wir das mal. Halten Sie vorne auf der Waage, damit wir Ihr LKW-Gewicht ermitteln können. Kein Problem, ist alles legal. Ich habe hier meine Papiere. Gar kein Problem, ihr könnt mein Fahrzeug wiegen. Garantiert gar keine Drogen hier drin. Boah. Wait here until scale clear. Release brakes while on scale. Okay. Na, so. Taste für die Durchführung der Überprüfung. Kann ich jetzt hier irgendwas drücken? Oder muss ich die Enter-Taste drücken? Offenbar muss ich die Enter-Taste drücken. Jetzt muss ich sie mal finden. Vielen Dank für die Kooperation. Gute Fahrt. Okay, danke. Ciao. Alles noch da. Oh, ich muss hier nochmal. Agricultural Inspection. Trucks, Buses only. Ich muss rechts vorbei, okay. Zu viel Realismus habe ich gar nicht gerechnet. Aber ey, alles andere wäre ja auch langweilig, wenn man hier einfach nur auf Gas drückt. So. Das ist ja so ein Ding bei manchen LKW-Fahrern, oder? Ich kenne so ein, zwei. Und die spielen auch gerne solche Spiele. Also im Beruf sind sie LKW-Fahrer, aber auch im Spiel. Rausschauen ist cool. Macht Spaß. Brumm, brumm. So ein Schalthebel wäre schon cool, ne? Oh Gott. Ich übergebe mich gleich, glaube ich. Weniger bremsen, mehr Gas geben. Oder sanfter bremsen. Hallo, Officer. Ja, moin. Was geht ab? Meine Papiere sind hier. Danke. Okay. Darf ich weiterfahren? So. Inspektion wird durchgeführt. Inspektion abgeschlossen. Sie können weiterfahren. Alles klar, danke. Ciao. Ja, mittlerweile kann man das Spiel ja sogar im Multiplayer spielen, ne? Haben ein paar VR-Menschen auch gemacht. Schöne Multiplayer. LKW an LKW. Da die Route gefahren. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das die Art von Spiel ist, die mir gefallen würde. Watch for Wildlife. Ob hier wohl Wildlife ist? In dem Spiel? Ich glaube nicht. Oder kann mir so ein Reh vors Auto laufen? Muss ich mal überholen, da ist schon die ganze Zeit vor mir. Die Highways sind auf jeden Fall viel interessanter als bei uns hier mit den Bäumen hier zwischen.
Was würdet ihr sagen? Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator? Ich hätte jetzt gesagt, American Truck Simulator ist wahrscheinlich von der Umgebung her ein bisschen spannender. Mit der Natur und so weiter. Aber keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, die blinken hier alle schön brav. Ich blinke nicht. Weil ich nicht weiß wie. Wahrscheinlich hätte ich die ganzen Tastenbelegungen manuell nur einstellen müssen. Also definitiv kein benutzerfreundliches Spiel, wenn man das in VR spielen will. Da muss man definitiv einiges vorher einstellen. Oh oh. Bin zu schnell gefahren. Kommt die Polizei mich jetzt holen? Ich weiß es nicht. Naja. Da war wohl ein Blitzer. Egal, wir ziehen durch. Steep downgrade, reduce speed when wet. Ist alles trocken. Oh, es geht runter. Es geht runter. So, ich lass mich mal rollen. Ich werde immer schneller. Ist schon schnell. Oh, aufpassen. Das Lenkrad hat übrigens einen Widerstand und so weiter. Jetzt nicht unbedingt in dem Spiel hier. Das fühlt sich alles sehr, sehr leicht an. Aber es gibt... Also wenn ihr andere Spiele spielt, da ist ordentlich Widerstand drin. Haptic Feedback quasi. So, rechts überholen. Ist das in Amerika erlaubt? Ich weiß nicht. Ich muss ganz schön lange geradeaus fahren. Mal gucken, ob hier mal wieder was Spannendes passiert. Ich brauche noch 60 Meilen. Eine Stunde noch. Das wird ja wohl keine Stunde dauern, oder? Upsa. Das war ein Unfall. Wie habe ich das zu verstehen? Die Strecke hier steht eine Stunde, dauert das noch. Aber das ist doch eine realistische Geschwindigkeit, oder nicht? Wieso ist dann auch keine realistische Zeitangabe? Weil die Minuten gehen hier quasi sekundenweise. Wieso dauert das jetzt länger? 2 Stunden 39 Minuten. Bin ich falsch abgebogen? Ich bin falsch abgebogen. Ich muss wenden. Ja, scheiße. Jetzt dauert das nochmal doppelt so lange. Oh, okay. Unser Freund und Helfer, die Feuerwehr. Ah. Ja. Das Leben eines LKW-Fahrers. Hier hinten schlafe ich übrigens. Da ist meine Matratze. Bett nicht gemacht, ne? Ups. Und, ja, keine Ahnung. Irgendwie... scheine ich es mir nicht sonderlich gemütlich gemacht zu haben. Kann man sein Interieur auch hier customizen? Eigentlich? Oh, ich bin schon wieder zu schnell, oder? Ja, es wäre natürlich cool, wenn man hier noch Handtracking hätte, oder? Hier irgendwelche Knöpfe drücken und so. Lenkrad, aber der Rest mit Handtracking. Aber ich glaube, da gibt es noch kein Spiel, was so etwas macht. Ich muss jetzt tatsächlich wenden, ne? Scheiße.
Komme ich nicht irgendwie anders auf die andere Seite? LKW auf der linken Spur ist wahrscheinlich auch nicht erlaubt, aber 100 Meilen pro Stunde. Wie viel ist das? 130 km/h oder so? Oh, Polizei. Ja. Denen ist es auch egal, was ich mache, oder? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. Ich halte mal an. Die Polizei hat mich angehalten. Ja, Officer? Officer? Offenbar haben die nicht so ein großes Interesse daran, mich ins Gefängnis zu bringen. Naja. Golden Ticket oder was habe ich? Ja, die Bullen kennen mich. Ich schmuggel immer Donuts für die hin und her, deswegen darf ich zwischendurch mal einfach ein bisschen schneller fahren, wisst ihr? Ach ja. Habt ihr euch auch schon mal verfahren auf einer Autobahn? Also Ausfahrt verpasst oder so? Das ist echt nervig. Da muss man wirklich, wirklich lange fahren. So, Stoppschild, ups. Und weiter geht's. Ich finde, ich schlag mich ganz gut. So, ich habe Vorfahrt. Bleib mal bitte stehen. Danke. Komm, komm. So, und wieder zurück. Point Richmond. So, und jetzt nochmal die gleiche Strecke wieder zurück. Also, ich habe hier schon minus 314 Dollar. Oder ist das insgesamt, wenn ich... Okay, warte mal. Ich habe jetzt schon einige Male 180 Dollar Strafe bekommen. Und jetzt steht hier minus 314 Dollar. Ich glaube, das ist mein Verlust, den ich mache, wenn ich die Mission abschließe. Kann das sein? Oh, oh, oh. Dann ist das wohl schon jetzt ein Verlustgeschäft. Naja. Oh, Polizei. Hallo. Hier läuft alles wie es soll, Officer. Bedeutet diese Highway 80, dass man hier 80 fahren darf? Aber was bedeutet dann die 55 hier auf meinem Tacho? Gilt das für mich als LKW-Fahrer? Ich bin mir nicht sicher. Mein Tank ist schon zur Hälfte leer. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Und mein Charakter möchte auch langsam schlafen gehen. Als LKW-Fahrer. Muss ich jetzt Geld bezahlen? Konnte ich jetzt da durch? E-Toll? Hm. Weiß nicht. Ich fahre hier mal durch. Die Durchfahrt kostet 25 Dollar. Ihr Arbeitgeber übernimmt diese Gebühr. Bestätigt sie mit folgender Taste. Okay. Hier, diese kleinen Bumps, die ich gerade hatte, die habe ich im Lenkrad gespürt. Das ist schon ganz cool. Mautgebühren. Pah. So, jetzt schaffen wir es aber mal ans Ziel, oder? Jetzt keine Fehler mehr machen. Die Sonne blendet ganz schön. Wo ist meine Sonnenbrille eigentlich? Wo ist mein Radio? Gibt es hier kein Radio oder so?
Moin. War ja nicht. So, 13 Meilen, wir haben es bald geschafft. Erster Aufenthalt in Sacramento. So, ich muss die Ausfahrt nehmen. So, Geschwindigkeit reduzieren. 30 werden. Ich bin 30. Ich meine 30. Fahren ohne Licht? Wie? Was? Wo? Wie jetzt? Oh, bremsen. Oh Gott. Eieiei. Wie schalte ich denn mein Licht ein? Ich habe gar keine Ahnung. Ja, da muss ich wohl schnell irgendwo nächtigen. Gibt's hier ein Hotel? Naja, komm, ich komme schnell ans Ziel, dann brauche ich auch kein Licht. So, grün. Und hopp. Da ist mein Ziel schon. Könnte ich auch querfeldein? Na, warum fährst du denn so auf da vorne? Ja, ganz genau. So, jetzt fahr ab. Oh. Oh Mann. Es ist ganz schön anstrengend, wenn man das nicht gewohnt ist, glaube ich. Und ich spiele VR, ihr kennt mich. Ich habe viele Spiele in VR gespielt und Motion Sickness ist nicht weg bei mir, aber in den meisten Spielen funktioniert es. Aber hier in einem Simulator, und das ist noch alles ja relativ langsam, ne, mit dem LKW, geht das schon ganz schön auf meine, ja, auf meinen Kopf, beziehungsweise in die Magengrube rein. Aber es kann auch daran liegen, dass es aber nicht so flüssig läuft. Bei mir. Motion Smoothing, Asynchronous Space Warp. Braucht man schon und es ruckelt trotzdem. Vor allem, wenn ich nach links und rechts schnell schaue. Das Spiel selber geht eigentlich, aber wenn ich mich bewege so, ruckelt es dann schon. So, gleich haben wir das das Glas abgeliefert. Da wären wir. So. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich schon dran vorbei. So, fahren wir mal rückwärts wieder drauf. Upsa, zurück, zurück, falsch rum. Anlieferung abzustimmen. So, jetzt muss ich hier. Okay, was mache ich jetzt? Wo willst du die Ladung stehen haben? Auf Nummer sicher gehen? Rückwärts, wa? Scheiße, schaffe ich das? Wir probieren es, komm. So, also ich kann hier jetzt aussuchen, was ich, wie ich das Auto hinstellen möchte. Entweder einfach nur geradeaus drauf, rückwärts. Oder ich überspringe das Ganze. Aber wir machen uns das selber mal schwer. Da hinten hin. Okay. Ups, stopp. So, erstmal geradeaus.
Oh, okay, ich muss hier rechts rauf und dann hier seitlich. Eieiei. Okay, Bruder. Was geht, Jungs? So. So, jetzt muss ich nachdenken. Oh, erstmal muss ich meine Ladung irgendwie drehen, ne? So. Oh, Übelkeit. So. Falsch rum. So, komm. Versuchen es mal hier. Erstmal hier rein. Okay, so. Nope, 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 nope. Doch, doch, doch. Okay. Nope, 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 nope. Okay. Was? Ja. Nee, ich schaff das. Upsa. Stopp, stopp. Oh, fuck. Stopp, stopp. Hallo, hallo, hallo. So, nochmal von vorne. So. Upsa. Irgendwo aufgefahren, aber es gab noch keinen Fehler. Bisschen andetschen ist immer mit drin, ne? Das kennen wir. So, ich schaff das. Ganz ruhig. Okay, so, ihr seht es hier, die Anzeige ist so rum. Das heißt, ich muss eigentlich ein Stück weiter rechts. Ich schaff das. Oh, ich muss andersrum, das ist so komisch. Schwer, wie ein LKW zu denken. Oh. Gib mir ein bisschen Zeit. Gleich habe ich's. Kann sich nur um Stunden handeln. So. Falsch rum. So, easy peasy. Entladung bereit. Warte mal. Komm, aber ein bisschen korrigieren.
Können wir das noch, ne? So, das kriegen wir besser hin. Na, komm. Komm. Taste. Okay, ja. Ihr habt mich gerade nicht gehört. Ich hab's geschafft. Ich hab hier jetzt am Desktop. Ja, kann ich mein Geld einsammeln und meine Fähigkeiten hier. Gefahrtransport, ja. Ich habe irgendwie Skills bekommen auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das sind einfach nur Lieferungen. Welche Lieferungen ich so bekommen kann. Gefahrgut zum Beispiel. Wir nehmen hier Explosives, ist doch cool. Fernfahrten. Ja, das sind meine Punkte. Anwenden. So. Ja, ihr seht jetzt gar nichts mehr, ne? Das ist ja sehr schade. Ich schalte mal hier gerade um für euch. Dass ihr auch was sehen könnt. Wenn das Spiel mich lässt. So, warte mal. American Truck Simulator. So, so sieht das Ganze aus hier, das Menü. Und ich habe jetzt noch kein LKW gehabt, sondern ich musste hier Auftragsangebote fahren. Und hier kann ich bestimmt auch ein paar Sachen einstellen, wie die Grafik und so weiter. Also ich müsste wahrscheinlich... Ja, ich habe das Spiel auf Ultra. Das ist natürlich krass. Bei mir lief das halt echt... Geht so. Und auf Mittel oder Hoch ist es bestimmt ein bisschen besser. So, Controller-Einstellung. Was kann ich denn hier machen? Ich habe Lenkrad. Das ist alles hier richtig eingestellt, aber... Tastatur plus Thrustmaster. Also das Spiel geht anscheinend davon aus, dass man die Tastatur trotzdem benutzen muss. Aber ich weiß trotzdem nicht... Schneller in Richtung des Gamepads. Hier Lenkrad, konnte ich hier echte Automatik, das hatte ich auch eingestellt hier, das funktioniert alles. Meine Pedale hier unten, Bremse, Gas, ja Gas irgendwie, ich weiß nicht warum der hier Bremse, aber Gas, ich habe gerade nichts, aber es, ja ist sowieso Bremse und Beschleunigungsachse. Ja, aber ihr habt es ja gesehen, es hat funktioniert. Ja, die ganzen Achseneinstellungen, bla bla bla. Hochschalten, Automatikgetriebe, aber Blinker, kein Blinker. Naja, ja, das war American Truck Simulator mit dem Thrustmaster T300. Ich gucke mal, dass ich das Material so ein bisschen so zusammenschneide, dass das irgendwie unterhaltsam ist für 10 Minuten. Ansonsten habe ich jetzt hier 50 Minuten für diese Mission gespielt. Kann man machen. Ich weiß nicht, ob das mein Ding ist, so langfristig. American Truck Simulator. Aber ey, schreibt mir in die Kommentare, was euch da an dem Spiel Spaß macht. Wird mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, ich habe Geld bezahlt, dieses Ding hier zu mieten. Also will ich es auch gerne mal benutzen. Als nächstes kommt wahrscheinlich GT7. Da geht es wahrscheinlich ein bisschen heißer zu. Aber ja, immersiv ist es das Ganze auf jeden Fall, aber leider nicht. Nicht einfach einzustellen. Guck mal hier, warte mal. Ich kann doch hier bestimmt blinken. Das will ich einmal gesehen haben. Wie blinke ich? Linker links. Guck mal hier. Zack. Linker rechts. Zack. So. Das musste einmal sein.
Komm, das testen wir einmal nochmal. Ich muss einmal blinken ausprobieren, weil sonst komme ich nicht klar. Blinken ist wichtig. Ja, das war American Truck Simulator. Ich wollte jetzt nochmal ausprobieren mit dem Blinken, aber das hat nicht mehr geklappt, das Gameplay aufzuzeichnen. Ich habe keine Ahnung, ich müsste wahrscheinlich alles neu starten und so, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr zu. Macht Spaß, aber nicht so viel, dass ich es wirklich oft spielen würde, glaube ich. Das größte Problem, finde ich, ist einfach, dass das Spiel nicht von Haus aus mit VR funktioniert. Die haben zwar eine Beta, die VR inklusive hat, aber da muss man sogar in Steam VR die Startoption ändern. Nicht schwierig, aber man muss trotzdem ein bisschen frickeln und dann alles mit dem Lenkrad einstellen und so weiter. Das ist jetzt nicht gerade Plug and Play. Ich denke mal, Simmer interessieren sich sowieso dafür und fuchsen sich in das ganze Thema rein. Aber für Leute, die mal ab und zu so ein bisschen rumfahren wollen, ist es wahrscheinlich nicht das optimalste Spiel. Zumal es grafisch für euch sah es vielleicht nicht schlecht aus, aber in der Brille, da flickert und krisselt schon alles Mögliche. Vor allem die Schatten, also alles da am Frickeln. Und das kann schon ziemlich störend sein. Da gibt es bestimmt andere Spiele, die spannender sind. Aber ey, von so American, also Truck Simulator mäßig, gibt es glaube ich gar nicht so viel, was in VR richtig gut funktioniert. Könnte mir super gut so Spiele wie Mud Runner vorstellen oder Snow Runner, wo man richtig was zu tun hat, mit Sachen aus dem Schlamm ziehen und durch so Gelände, aber das hat eben auch keinen VR-Modus. Mal gucken, ob ein Unreal Engine Injector Mod irgendwie da mal mehr Support für ein paar Rennspiele beziehungsweise Fahrsimulationsspiele bringt. Das wäre natürlich super spannend. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde das Ding noch ein bisschen ausprobieren hier. Wenn ihr ein paar Ideen habt, welche Spiele ich definitiv ausprobieren soll, dann sagt mir das doch gerne. Ich werde jetzt nicht jedes Spiel kaufen, um es mal eben in einem Video zu zeigen, aber ich werde mich mal umhören. Vielleicht gibt es hier oder da nochmal einen Key. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.